Na dann, wieder mal einen wunderschönen guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Der sechste Tag auf meiner kurzen Radreise beginnt. Wir haben ja schon wieder 6:10. Ich packe zusammen, war schon drüben im Bad. Kurz habe mir Zähne putzt, ein bisschen gerichtet. Ja, heute will ich erstmal zusammenpacken und dann runter an der Rhein bis Koblenz, also an der Mosel runter bis zum Rhein und ja, Koblenz, deutsches Eck, und nach dem deutschen Eck möchte ich dann ein Stück am Rhein der Sabine entgegenfahren und dann treffen wir uns irgendwo da am Rhein. Okay, dann würde ich sagen, dann packe ich jetzt voll zusammen, oder besser gesagt, ich fange ja erst an und dann geht's wieder auf Strecke. Und heute muss ich nach dem Frühstück schauen, ein Frühstück suchen, weil ich keinen Kaffee mehr habe. Und ohne Kaffee kein Frühstück. Ach ja, freut mich natürlich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid auf dem letzten Tag von meinem kleinen Abenteuer hier. Dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen Ordnung in den Laden kriegen hier. Ja, jetzt ist schon wieder soweit. Das letzte Mal das Zelt abbauen auf der Tour. Wenn man so das erste Mal aufbaut, denkt man, oh Gott, so oft jetzt wieder hier jeden Abend Zelt aufbauen, alles einrichten. Abends wieder alles raus, morgens. Und ja, so schnell gehen 6 Tage vorbei oder 5 Nächte und dann heißt es schon wieder das letzte Mal abbauen. Macht mich irgendwie ein bisschen traurig gerade, aber ich freue mich natürlich auch auf zu Hause, auf meine Frau, auf meine Kinder. Wäre ja auch schlimm, wenn es anders wäre. Ja, dann bauen wir fix ab und dann laden wir das Zelt noch aufs Fahrrad. Rest ist schon drauf, Taschen vorne noch hinhängen und dann geht's wieder los. Bei meinem Zelt hier von Saleva ist ja Innen- und Außenzelt zusammen. Das tust du quasi beides zusammen, einfach die Stangen rausziehen, geschwind zusammenlegen, einrollen. Das geht eigentlich ruckzuck. Man denkt immer, boah, Zelt aufstellen, Zelt abbauen, aber das ist eigentlich die kürzeste Aktion vom ganzen Tag. Ja, noch das Footprint einrollen und dann können wir schon wieder aufladen. Und es geht weiter hier in diese Richtung. 6:50 und ich würde sagen, wir verlassen diesen wunderbaren Campingplatz wieder. Ja, und ihr seht, ich war nicht ganz allein heute Nacht hier. Aber es war wirklich richtig gut zum Schlafen. Ich habe zuerst gedacht, die Straße macht Probleme, aber das war heute Nacht ganz okay. Letzter Blick auf den Campingplatz unter der Burg Elz. Und meine Richtung, ich bin schon wieder on the road again. Ich habe gerade auf Google Maps geschaut. Die erste Bäckerei auf der Seite hier von der Mosel kommt so in 14 Kilometern. Das wäre doch mal ein Ziel, ha? Bis dahin, denke ich mal, habe ich auch einen schönen Hunger. Dann geben wir mal Gas, dass es ein bisschen warm wird. Ja, auf der anderen Moselseite, da wären früher Bäckereien, aber ja, mit Schwimmen ist nicht heute Morgen. Nee, muss nicht sein. Da oben auch so eine kleine Burg oder was auch immer. Ja, sieht man ja immer an der Mosel hier links und rechts, genauso wie am Rhein.
Immer wieder schön, wenn man solche Ausblicke hat hier. Ich habe da nächste Moselort hier erreicht, Hudsonport. Aber laut meinem Navi gibt es ja hier keine Bäckerei. Das heißt, ich fahre schön weiter an der Mosel. So. Genau. Ich bin hier in Löff und hier hat es eine Tankstelle. Vielleicht kann ich da ja ein Frühstück abgreifen. So. Brötchen und Kaffee to go. Hört sich doch gut an. Naja, sag mal so, hört es sich gut an. Aber die machen samstags erst 8 Uhr auf. Das wäre erst in einer halben Stunde. In der halben Stunde bin ich auch bis zu dem Ort gefahren, wo die Bäckerei ist. Also, geht's weiter. Man kann nicht immer Glück haben, ne? Kann man nicht. Aber mit dem Wetter habe ich doch Glück. Da oben ist wieder eine Burg in der Sonne. Aber ganz schlecht bei Gegenlicht zum Filmen. Ja. Gehen wir weiter. Ich habe gerade auf dem Schild gesehen, bis Koblenz noch 24 Kilometer. Könnte ich ja beim Dirk frühstücken, aber wo der gehört hat, dass ich Richtung Koblenz fahre, hat er sich schnell vom Acker gemacht und ist Richtung Italien abgehauen. Das sind Freunde. Mach nur weiter so. Komm du mal in Schwarzwald. Dann bin ich mit Sicherheit in Italien oder in Frankreich oder wo auch immer. Ja, ich muss sagen, es ist schon schön, wenn so der Tag erwacht hier an der Mosel. Ja, jetzt noch ein Frühstück, aber 11, 12 Kilometer habe ich bereits. Das heißt, das ist kein Problem mehr. Im schönen Weinort Lehmen bin ich jetzt. Und da in der Richtung müsste irgendwann diese Bäckerei kommen. Ich war erfolgreich in der Bäckerei, allerdings haben die keinen Kaffee zum Reinsitzen gehabt. Das heißt, ich habe aber einen Kaffee mitnehmen können, zwei schöne Brötchen. Dazu habe ich dann noch ein bisschen Tiroler Speck und meine Marmelade. Das gibt doch ein ausgezeichnetes Frühstück, würde ich sagen. Ein Winzerbrötchen ist das übrigens. Bei uns wäre es ein Winzer weg. Winzer weg. Acht Uhr haben wir. Gute Zeit zum Frühstücken, oder? Mein Frühstück ist durch. Ich habe auch während dem Frühstück mit der Sabine telefoniert. Die ist auch schon unterwegs, die ist schon losgefahren, ist schon im Murgtal. Ja, wir haben Rehns ausgemacht, Rehns am Rhein. Und da wollen wir uns treffen, haben wir einen Treffpunkt ausgemacht. Und dann schauen wir, dass wir relativ zeitnah beide, zeitgleich beide da ankommen. Mal schauen, ob es klappt. Jetzt erstmal, für mich geht es jetzt erstmal nach Koblenz, Deutsches Eck. Und dann weiter am Rhein Richtung Rehns. Ja, Freunde, na, gehen wir weiter Richtung Koblenz. Noch 20 Kilometer. Ja, dann hoffe ich mal, dass die Burgherren hier keinen Zoll verlangen, wenn ich hier durchfahren will. Sachen gibt's. Die Oberburg, Schloss von der Leyen oder sowas. Jo. Alles im Vorbeifliegen hier.
Kobern, Gondorf habe ich links liegen lassen. Fahre jetzt weiter Richtung Koblenz. Ja, herrlicher Sonnenschein wieder. Ich glaube, es wird jetzt eine Zeit, dass ich die Jacke wieder ausziehe. Jetzt wird es warm. Damit so 8:30, denke ich mal. Und ja, so die Zeit kann man dann immer die Jacke wieder ausziehen. Da ist die Kühle der Nacht vorbei und die Hitze des Tages kommt dann. Ja, ich war ja unten an der Mosel, da ging der Radweg aber nicht weiter. Jetzt bin ich hier hoch nach Kopern. Ja, schön, richtig schön hier. Ich bin wieder richtig hier auf meinem Radweg. Die Weinberge links von mir, rechts die Mosel. Und ja, da ein bisschen Entfernung sieht man wieder so eine große Moselbrücke. Ist doch ein würdiger Abschluss hier von meiner Moseltour. So ein schönes Bild hier noch am frühen Morgen. Die nächste schöne Ortschaft hier auf der Tour, Winningen. Ja, jetzt wird es nicht mehr allzu weit bis Koblenz sein. Ich muss da rechts runter, ja, da steht es ja, 11 Kilometer bis Koblenz. Ja, wirklich schöne kleine Ortschaftle hier. Aber ich gehe weiter in die große Ortschaft Koblenz. Vor Koblenz hier jetzt nochmal so ein schöner Blick rüber zur Mosel und hinauf Richtung Weinberge. Ja, schon Wahnsinn, wenn man das so anschaut, die Weinberge, was Menschen alles geschaffen haben. Nur für so einen guten Tropfen. Naja, was heißt nur? Ich denke mal, da wird richtig viel Geld generiert und es sind ja auch bestimmt leckere Weine, die hier wachsen. Ja, ich genieße das noch ein bisschen hier, pfeife noch meine Ladung Magnesium für heute rein. Und dann wisst ihr ja, deutsche Sack. Koblenz hätte ich jetzt mal erreicht. Überquere jetzt hier die Mosel auf so einer riesigen langen Brücke. Da unten die Mosel. Und wie gesagt, wir sehen uns am deutschen Eck. Ja, Freunde, 10 Uhr nach 36 Kilometern heute und nach 505 Kilometern nach Kehl-Straßburg habe ich jetzt hier das deutsche Eck in Koblenz erreicht. Ja, für die meisten beginnt oder endet hier eine Moselradtour. Für mich auch. Für mich endet die Moselradtour. Aber für mich beginnt auch die Rheinradtour. Denn da fließt die Mosel in den Rhein rein. Und ich werde jetzt den Rhein aufwärts noch bis Rhens fahren. Ist nicht allzu weit, aber ich habe auch nicht mehr allzu viel Zeit heute. Und deswegen werde ich mich jetzt gleich wieder auf die Socken machen. Nicht, dass die Sabine so lange auf mich warten muss. Ja, schön ist's. Schöne Tour war es wirklich. Herrlich. War mal wieder richtig klasse Auszeit jetzt. Ich habe es richtig genossen. Genau, machen wir die Daumen weg.
Ja, jetzt müsste ich ja eigentlich nur noch dem Rhein folgen und dann müsste ich ja nach Rhens kommen. Dürfte ja nicht allzu schwer sein. Dann starte ich mal auf dem Rheinradweg. Der Fußradweg unten am Rhein ist gerade gesperrt. Entschuldigung. Deshalb Umleitung. Ja, ist aber ausgeschildert. Wenn es so weitergeht mit der Ausschilderung, dürfte es kein Problem sein zu finden. Irgendwann werde ich wieder runter an den Rhein kommen, denke ich mal. Einfach die gelbe Schildle hier folgen, dann passt das schon. Ich bin wieder unten am Rhein angekommen, hat super geklappt mit der Umleitung. Und habe gerade mit Sabine telefoniert, die hat noch 97 Kilometer. 11.14 Uhr, also sprich so in einer Stunde, müsste sie ankommen, wenn nichts Größeres dazwischen kommt, staumäßig. Ich habe noch 10 Kilometer, werde ich ein bisschen früher wahrscheinlich da sein, aber das ist ja auch okay. Ich kann ja auch warten auf das, für das, dass sie mich abholt, kann ich ja auf sie warten, tätig mal sagen. Oh ja, ich wollte ja, ich habe mal geguckt von Koblenz mit dem Zug, das wäre auch gegangen. Leider nur für mich und nicht mehr für mein Fahrrad. Da waren alle Plätze ausgebucht und ich habe ja, bevor ich los bin, den Sonntag, also vor einer Woche, habe ich schon geschaut und insofern Zugfahren ist einfach nichts für mich. Da muss man viel, viel länger fristig planen und hey, ich mag es auch nicht so. Insofern, ihr braucht mir nicht schreiben, fahr mit dem Zug. Nee, ich fahre ganz gern mit der Sabine. Dann sehe ich sie auch viel früher, weil sonst hätte ich ja ewig im Zug auf der Rheinschiene sitzen. Und so sitze ich neben der Sabine. Die kann schlafen und ich fahre dann heim. Alles klar. Irgendwie hat mich das hier magisch angezogen. Koblenzer Brauerei. Ja, wo die Sabine mich das letzte Mal in Koblenz abgeholt hat, sind wir hier noch essen gegangen. Lang, lang ist es her. Dann genieße ich jetzt noch die letzten Kilometer hier am Rhein, auf dem Rheinradweg. Ja, ich hätte auch weiter hochfahren können, aber ich merke gerade, da weht mir der Wind auch entgegen. Insofern ist gut, dass die Sabine mich in Rhens abholt. Was jetzt kommt, soll keine Werbung sein, aber der eine oder andere interessiert es vielleicht doch. Ich habe das Funkmikrofon von DJI, habe ich auch selber bezahlt, insofern keine Werbung, muss ich auch nicht Werbung einblenden. Was ich euch sagen wollte, ich habe das Funkmikrofon, habe ja mit dem Case, wo es auch laden tut. Ich tue das gleich mal schön noch einblenden. Und ich habe die ganze Woche jetzt gefilmt mit dem Teil. Ich habe aber immer nur der Empfänger und der Sender eingeschalten, wenn ich gefilmt habe. Ich hoffe, dass ich es eingeschalten habe. Wenn nicht, dann fehlt so bei ein oder anderen Szene der Ton. Aber ich habe da wirklich jetzt die ganze Woche mit dem Teil geschafft, ohne dass ich das habe nachladen müssen. Sprich nur im Case nachgeladen und nicht extra an Strom angeschlossen. Ich habe jetzt für die ganze Woche auch bloß eine Powerbank dabei gehabt. Die habe ich einmal noch geladen. Und dann hatte ich noch von DJI meine Drohne. Und die Akkus von der Drohne kann man ja auch nehmen zum Handyladen. Das ist jetzt alles leer. Und ja, das wollte ich eigentlich nur sagen, dass man, wenn man da vernünftig umgeht mit den Teilen und nicht vergisst, wieder einzuschalten, dann kann man da wirklich eine Woche lang ein Video machen, ohne dass man das Teil nachladen muss. Und das ist jetzt also noch das Case, da ist das zweite Mikrofon jetzt drin. Hier ist der Empfänger drin und hier ist das andere Mikrofon. Und über das Case werden die dann geladen. Und ihr seht, das blinkt jetzt, hat auch nur noch einen Punkt, wo blinkt. Also das Case ist jetzt auch leer, aber für die Woche hat es gelangt. Über sowas brauchen sich die, wo mit dem E-Bike unterwegs sind, keine Gedanken machen. Die brauchen sowieso fast täglich Strom. Und insofern, aber ich war ja ohne E-Bike unterwegs.
und was Strom angeht, auch ziemlich autark jetzt die Woche. Oben am Hügel noch Schloss Stolzenfels. Das heißt, ich komme meinem Ziel näher. Richtig näher. Bin so gut wie da. Ja, und jetzt wisst ihr auch, warum meine Tour hier in Rhens endet. Ich will doch einmal hier das Rhenser Mineralwasser probieren, wo der Dirk permanent davon schwärmt. So. Ja, Wasser. Also Dirk, es ist wirklich ein gutes Wasser, aber ehrlich gesagt, Koblenzer Bier war mir das letzte Mal lieber. Aber trotzdem zum Wohl. Ja, das ist das Wasser vom Campingplatz noch. Können wir jetzt rausleeren. Ich habe ja die Flaschen, die habe ich aus dem Schwarzwald mitgenommen. Schwarzwaldwasser, jetzt nehme ich Rhenser Wasser wieder mit heim. Ja, manchmal läuft es doch echt seltsam, oder? Ja, ich nehme immer so 2 Liter Flaschen mit an meinem Rad und die fülle ich dann immer wieder auf, wenn es die Möglichkeit gibt, in der Hoffnung, dass es dann doch auch immer Trinkwasser ist, was man sich so reinfüllt. Aber hier bin ich mir doch sicher. Empfohlen von Dirk on Tour. Ja, der schöne Rheinradweg, auch schon ewig her, dass ich den gefahren bin. Da habe ich auch kein Video gemacht, habe ich nur so ein Fotobuch gemacht. Genau, bin ich von Andermatt bis Rotterdam. Schon ewig her, ja, könnte ich vielleicht auch mal wieder angehen, aber ich will so vieles angehen und habe eigentlich so wenig Zeit. Aber irgendwann werde ich auch Rentner sein und dann kann ich mal die großen Dinge machen. So, jetzt muss ich hier rechts rein, denn irgendwo sollte ich die Sabine eher treffen. Uhr 15 nach 49 Kilometern bin ich jetzt hier angekommen am Parkplatz vom Lidl. Da wollten wir uns treffen. Sabine habe ich noch nicht gesehen, aber ich denke mal, die wird auch bald kommen. Ich rufe sie mal an, ob sie im Stau steht oder ob alles rund läuft. Noch 3 Kilometer, dann ist Sabine auch da. Ich habe mir hier jetzt einen schönen Schattenplatz rausgesucht. Habe zu ihr gesagt, sie soll gleich rechts fahren. Da ist ein Schattenplatz, da können wir dann schön aufladen. Dann holen wir vielleicht noch was zum Versperren im Lidl oder wir gehen jetzt noch mal essen, keine Ahnung. Ja, super Sache, dass die Sabine das für mich macht. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist und ja, ihr wisst ja. Ich werde mich auch dementsprechend bei ihr bedanken. Ja, Freunde, die letzte Szene hier in diesem Video, in dieser Serie. Nero zeigt nur seinen Arsch, aber das ist ja auch schön. Und ja, Sabine hat mich wieder eingefangen. Wir haben jetzt 11:45. Ich habe mir hier noch so einen Kaffeekult für 1 Euro bei Lidl. Keine Werbung, nur Kaffee. Und der schmeckt sogar, sehr gut sogar. Und dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Reinschauen und vielen Dank Sabine fürs Abholen. Du bist die Beste. Und Nero will auch meinen Kaffee. Und ja, dann wie immer, bis zum nächsten Mal. Und tschüss, wir fahren zurück in Schwarzwald. Unterwegs gehen wir noch essen. Schauen wir mal. Okay, also ciao. Tschüss.